Hallo liebe Freunde, ich hoffe es geht euch allen sehr, sehr, sehr gut. Heute werden wir weiterhin Arabisch lernen. Ich hoffe, alles ist soweit gut bei euch und er war letzter Zeit richtig, richtig, richtig fleißig. Also, falls ihr wie immer Fragen habt, ihr könnt mir jederzeit eure Fragen stellen. Entweder hier unter das Video oder ihr könnt mir auch sehr gerne eine Nachricht schreiben und macht ein Foto von eure Hausaufgaben und sagt mir, was ihr bis jetzt nicht ganz genau verstanden habt. Und wenn ich natürlich Zeit habe, ich werde auf jeden Fall eure Fragen beantworten. Heute werden wir wie immer was Schönes und was Tolles lernen. Heute werden wir neue Vokabular lernen, weil auf jeden Fall er braucht Vokabular. Bei jeder Sprache, egal ob du jetzt Englisch lernst oder Französisch lernst oder Italienisch oder Spanisch lernst, brauchst du dafür Vokabular, weil Grammatik allein reicht nicht. Und daher, ich habe für euch sehr schöne Wörter ausgesucht, die zum Beispiel mit einer Stadt zu tun haben. Zum Beispiel, wenn ihr jetzt Urlaub macht in ein arabisches Land und ihr wollt zu dieser Platz gehen oder zu dieser Platz gehen oder so, dann wisst ihr, wie das auf Arabisch heißt. Also heute werden wir lernen das Wort Moschee, Kirche, Kino, Krankenhaus, Schule, Museum, Post, Polizei, Apotheke, Park und Platz. Irgendein Platz. Also, sind das nicht schöne Wörter? Also, liebe Freunde, lasst uns anfangen. Moschee. Was heißt Moschee auf Arabisch? Moschee auf Arabisch heißt Masjid. 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 Kirche. Kanisa. 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 Kino. Cinema. 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 Krankenhaus. Mustashfa. 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 Schule. Madrasa. 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 Museum. Für die Künstler unter euch. Methaf. 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 Post. Berid. 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 Schorta. Polizei. Schorta. Jetzt lernen wir Arabisch, dann lernen wir Deutsch. Manchmal komme ich durcheinander wegen auch meine anderen Videos, in denen ich dann halt auch Deutsch unterrichte. Also, Polizei heißt Schorta. Scha. Schorta. 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 Polizei! Polizei! Schorta! Schorta! Du kannst auch sagen Bulis. Bulis. Bulis, umgangssprachlich in verständlich in alle arabischen Länder kannst du sagen Schorta ist hocharabisch oder Bulis mit B. Bulis, umgangssprachlich, aber in fast alle arabischen Länder sagen fast nur Bulis. Apotheke. So. Saydaliye. Nicht se. So. So. Diese Buchstabe haben wir auch schon mal gelernt. Saydaliye. 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 Wenn du zum Beispiel in bestimmten Städten hier in Deutschland, zum Beispiel in München, da wo ich wohne, fast besonders in der Altstadt steht immer Apotheke und daneben steht immer auf Arabisch Saydaliye. Warum?
weil nach München kommen sehr viele arabische Touristen und man will ja auch ein bisschen Gewinn machen mit diesen arabischen Touristen. Und daher steht fast bei jeder Apotheke steht immer Pharmacie auf Französisch und steht auch nochmal Saydaliye auf Arabisch. Also Saydaliye ist Apotheker auf Arabisch. Park, Park zum Spazieren gehen. Hadiqa Amma. Hadiqa Amma. Hadiqa ist Garten. Hadiqa Garten. Amma ist öffentlich. Für die Öffentlichkeit. Das heißt ein öffentliches Garten oder öffentlicher Garten oder so. Hadiqa Amma ist Park. Und ein Platz, das heißt ein Platz in der Stadtzentrum, heißt Meydan. 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 Also liebe Freunde, ich hoffe, ihr habt jetzt alle Sachen bei euch richtig vorgeschrieben. Und jetzt wiederhole ich nur die Sachen. Also, Moschee, Masjid, Kirche, Kenisa, Kino, Cinema, Krankenhaus, Mustashfa, Schule, Madrasa, Museum, Methaf, Post, Berid, Polizei, Schurta, Apotheke, Saydaliya, Park, Hadiqa, Amma. Platz, Meydan. Also, liebe Freunde, unsere Lektion ist leider vorbei. Ich weiß, ihr seid auch traurig, genauso wie ich. Daher, ich freue mich auf jeden Fall, eure Kommentare zu lesen. Und vielen Dank für alle Leute, die mir einen Daumen hoch geben und für alle Leute, die das Video auf jeden Fall teilen, damit viele auch die Möglichkeit haben, mit uns Arabisch kostenlos übers Internet zu lernen. Vielen Dank, liebe Freunde, und wie ich gesagt habe, versucht alles auswendig zu lernen und übt und übt und übt und übt. Und wenn ihr Fragen habt, wenn ihr etwas nicht verstanden habt, macht einfach ein Foto von alles, was ihr geschrieben habt und ihr könnt mir das schicken. Und wenn ich natürlich Zeit habe, ich werde natürlich alles von euch korrigieren. Also liebe Freunde, passt gut auf euch auf. Ich komme manchmal durcheinander. Also, liebe Freunde, passt gut auf euch auf und wir sehen uns bald bestimmt. Wie man auch auf Arabisch immer sagt, Inshallah, wenn Gott will. Also, liebe Freunde, tschüss und bis zum nächsten Mal. Und meine Videos kommen immer bei diesem Kanal Wüstensohn. Also, liebe Freunde, ciao, ciao, ciao.